Johannes 13, 35 sagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was geht? Core hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Letztens hat jemand unter meinem Video geschrieben, bei euch Christen ist immer nur, der ist kein rechter Christ und der macht was falsch und dies macht was falsch. Und als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, das stimmt irgendwo. Es ist zwar auch das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat viel gesagt, hey, das ist falsch, das ist ungerecht, tut Buße, kehrt um. Und er hat natürlich auch gesagt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Deshalb habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach mal ein Video mache, wo ich ein bisschen meine christlichen Brüder und Schwestern aufbaue hier auf YouTube. Und darum habe ich mir ein paar YouTuber ausgesucht, die ich empfehlen könnte, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Aber ich wollte dieses Mal bei deutschsprachigen YouTubern bleiben. Wenn ihr noch eine Liste haben wollt mit vielleicht englischsprachigen christlichen YouTubern, die ich empfehlen kann, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann mache ich noch ein weiteres Video. Falls ihr neu hier seid, ich mache jede Woche christliche YouTube-Videos. Entweder mache ich Bibelstunde, wo wir gerade das Markus-Evangelium durchgehen, oder ich mache Videos, wo ich auf Fragen antworte, die mir hier unter den Kommentaren oder sonst wo gestellt wurden. Außerdem mache ich noch ein paar witzige Videos, wo ich zum Beispiel über christliche Memes lache. Schaut es euch einfach gerne mal an und supportet diesen Channel. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne das Video liken. Aber kleiner Disclaimer am Anfang, natürlich kann ich nicht bei jedem Christen sagen, ich unterstütze 100% deren Lehre. Vielleicht haben die irgendein Video gemacht, wo ich persönlich widersprechen würde. Ich konnte aber natürlich nicht alle Videos anschauen, aber der hauptsächliche Kern stimmt bei allen, und zwar, dass wir gesündigt haben und Rettung brauchen, dass Jesus diese Rettung ist und dass wir umkehren müssen zu ihm. Fangen wir an mit Markus Voss. Jesus hieß nicht Jesus, sondern Jesus' Eigenname war Yeshua. Ja, Yeshua. Yeshua, das ist die aramäische Form. Aramäisch war so eine Art Umgangssprache damals. Vielleicht habt ihr von ihm mal gehört. Er hat über 20.000 Abonnenten mittlerweile. Ihn habe ich mehr oder weniger in meiner alten Gemeinde kennengelernt, wo er ab und zu als Sprecher eingeladen wurde. Mit Markus wollte ich eigentlich immer schon mal ein Video zusammen machen. Aber irgendwie kam das nie zustande. Er weiß gefühlt alles. Also der kann die Kamera anmachen und durchgehend reden und reden und reden und reden. Seine Videos sind so über 30 Minuten lang. Und er spricht über die neuesten Themen, wie zum Beispiel die Dekonstruktion durch Worthaus, wo er einfach Worthaus auseinandernimmt und sagt, welche theologischen Fehler diese lehren. Außerdem geht er sehr tief in die Bibel ein und er hat auch keine Angst, Themen wie Abtreibung und Scheidung anzusprechen. Seine Videos schaue ich mir gerne an und deshalb kann ich nur empfehlen, dass ihr auch mal da reinschaut und euch einfach mal ein paar Videos anschaut, um etwas zu lernen. Nummer 2 ist Besser Glauben und das ist wahrscheinlich einer der YouTuber, die ihr nicht kennen werdet, weil er unter 4000 Abonnenten hat. Aber ich habe seine Videos geschaut und ich schaue seine Debatten gerne, denn er debattiert gerne mit Menschen, vor allem Moslems. Hier wird behauptet, dass dieser Prophet Mohammed wäre. Dazu wird eine Liste von Kriterien von Muslimen gegeben, in denen Mohammed Mose ähnlich sein sollte. Allerdings sind diese Kriterien komplett random und haben nichts mit den tatsächlichen Kriterien zu tun, die nämlich im Text selbst beschrieben werden. Er hat auch Themen gemacht wie die Beweise der Auferstehung, ist Jesus Gott? Aber wo ich seine Stärken sehe, ist auf jeden Fall das Debattieren mit anderen Menschen. Und dort versucht er immer ganz sachlich zu bleiben und ist nicht einer dieser, die so emotional werden bei diesem Thema. Und deshalb empfehle ich euch, seine Videos mal anzuschauen. Und ihn zu motivieren, weitere Videos zu machen, denn ich sehe, sein letztes Video ist schon ein Monat her und sein letzter Livestream auch. Und ich verstehe, dass man sehr viel Zeit aufbringen muss, um einen YouTube-Channel zu pflegen. Aber wie gesagt, ich motiviere dich einfach, dass du weiter Videos machst, denn ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen hilft. Als nächstes kommt ein Channel, den ihr wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich kennt. Und zwar Crosstalk, Crosspaint und jetzt auch der Nathanael, der einen eigenen Namen-Channel hat. Diese drei Channel haben kombiniert über 100.000 Abonnenten und sind somit einer der größten christlichen YouTuber in Deutschland. Die haben so eine richtig lockere Art, sprechen in einer Art Podcast-Setting über gewisse Themen. Okay. Wenn das ganz falsch ist, dann sage ich auch noch was dazu. Genau. Also,
Bei Crosstalk reden die beiden immer so eher so miteinander, aber gehen auch tief ins Thema. Zum Beispiel sprechen die über, was ist der Heilige Geist? Hat Paulus Jesus widersprochen? Crosstalk habe ich eine Zeit lang mal geschaut, schaue ich jetzt gerade nicht mehr. Deshalb weiß ich nicht, wieso sie schon seit 2 Monaten kein Video mehr hochgeladen haben. Aber die haben etliche Videos, die ihr euch anschauen könnt. Ebenfalls von ihnen ist Crosspaint, wo sie Animationsvideos machen, um Themen zu besprechen. Und seit neuestem hat der Natter einen eigenen Channel, wo er Themen bespricht. Obwohl ich finde, seine besten Videos ist, wo er sich auf die Straße setzt, mit unterschiedlichen Menschen redet über den Glauben. Dieses Gebäude da, das hat jemand, du sagst das sofort, das hat jemand geschaffen. Das hat jemand geschaffen. Und es ist viel weniger komplex als dieser Baum. Ja. Und bei diesem Baum sagst du, ja, aber der ist von alleine entstanden, obwohl ich das noch nie in meinem Leben gesehen habe, dass etwas aus Zufall etwas komplexer geworden ist. Alles, was wir sehen, ist, dass etwas in sich zusammenstürzt, mehr unkomplex wird. Sie haben immer mit einer sehr humorvollen Art geglänzt und mit einer Lockerheit. Und deshalb, glaube ich, können auch so viele was damit anfangen. Und deshalb schaut euch gerne mal ein paar Videos von denen an. Die sind zeitlos, die kann man sich jederzeit anschauen und man kann viel lernen. Als nächstes habe ich Bible Project, und zwar die deutsche Version. Es gibt natürlich einen großen Bible Project Channel in den USA, aber es gibt natürlich auch einen, der ist auf Deutsch. Er hat ca. 65.000 Abonnenten. Die sind die Übersetzung des englischen YouTube-Channels, die über 4 Millionen Abonnenten haben. Und sie sprechen auch in Animationsform gewisse Themen an. Das Buch Genesis, auch 1. Mose genannt, ist das erste Buch der Bibel und ist in 2 große Bereiche eingeteilt. Die Kapitel 1 bis 11 erzählen Gottes Geschichte mit der ganzen Welt. Kapitel 12 bis 50 zoomen dann hinein in die Geschichte Gottes mit einem Mann, Abraham, und seiner Familie. Und das ist immer hilfreich, um einen Overview, um ein generelles Verständnis von unterschiedlichen Büchern in der Bibel zu verstehen. Zum Beispiel kann man durch die ganzen Mose-Bücher gehen, man kann durch Hiob gehen, man kann wissen, was der Heilige Geist ist. Und das alles in einer Animationsform, die sehr leicht zu verstehen ist. Die Videos sind auch nicht zu lang und deshalb kann man sich mehrere Videos hintereinander anschauen. Sie erklären unterschiedliche Charaktere in der Bibel und sie zeigen, wie man die Bibel liest. Das ist auf jeden Fall ein Channel, den ich empfehlen kann, dass ihr euch den mal anschaut. Kommen wir wieder zu einem etwas kleineren Channel und auch jemand, der schon lange keine Videos mehr gemacht hat. Er hat schon seit 2 Jahren kein Video mehr gemacht, aber ich habe ihn damals entdeckt und habe gerne seine ganz kurzen Videos angeschaut. Denn er, ganz anders als alle anderen eigentlich, hat nur einen Impuls oder eine Motivation gegeben. Und nach 50 Jahren dieses Systems wären wir wo? Genau da, wo wir heute sind. Ja, diese Gleichheit existiert so nicht. Es wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, jede Eiche im Wald soll genau die gleiche Größe und genau die gleiche Form haben. Er hat ganz kurze 3-minütigen Videos, deshalb sein Channel 3-Minuten-Videos, die einfach sehr leicht verdaubar sind und die man sich eigentlich so jeden Morgen einfach mal anschauen könnte. Ich habe mir ein paar von diesen Videos angeschaut und ich habe einfach gedacht, ey, das ist einfach voll ermutigend für den Start in den Tag. Und deshalb habe ich ihn hier auf meine Liste gepackt, auch wie gesagt, wenn er nicht mehr aktiv ist, aber alle seine Videos sind noch auf YouTube, also schaut es euch gerne mal an. Noch ein sehr kleiner YouTube-Channel und diesmal eine Frau, und ich finde, es gibt gar nicht so viele christliche Frauen auf YouTube wie die Elisabeth. Und das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Channel, aber ich habe einmal ein Video von ihr gesehen, wo sie einfach über die Ehe redet und sie einfach zeigt, was ihre Rolle als Frau in dieser Ehe ist. Dass ich nicht immer so war, wie ich jetzt bin. Und es ist nur die Gnade des Herrn Jesus Christus, der mich verändert hat, dass meine Ansichten jetzt ganz anders sind und auch, dass mein Verhalten jetzt ganz anders ist. Wirklich alles. Nur dank Jesus Christus. Sie hat eine ganz ruhige und demütige Art. Mittlerweile macht sie wirklich selten Videos, aber für euch Frauen da draußen, vielleicht ist das ein Channel für euch, der euch ermutigt, gewisse Themen anzusprechen und nochmal zu überdenken. Außerdem hat sie ein Zeugnis gepostet, was über 15.000 Klicks hat. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, um euch ermutigen zu lassen. Sie macht mittlerweile eher so Vlogs, aber spricht da immer noch über geistliche Themen. Deshalb ermutige ich euch einfach mal da reinzuschauen. Machen wir weiter mit dem nächsten, und zwar Memra TV. Die Bibel ist vollkommen von Gott inspiriert. Und eben mit der Wiedergeburt befähigt uns der Heilige Geist, die Bibel auch zu verstehen. Es gibt dort Erkenntnisse, die hat es so vorher nicht gegeben.
und wir lernen immer weiter durch das Wort Gottes dazu. Dieser YouTube-Channel, diesen Typen, schaue ich schon seit über 150 Jahren, nee, ich weiß nicht, über 9 Jahre oder so, schaue ich diesen Channel schon. Damals, noch bevor ich überhaupt Hardcore Jesus nachgefolgt bin, habe ich seine Videos schon geschaut. Irgendwas an seiner Art hat mir einfach gesagt, das ist wahre Bibelstunde, das ist wahrer Glaube. Er hat mittlerweile 31.000 Abonnenten. Aber wenn Leute über christliche YouTuber reden, habe ich seinen Namen noch nie gehört. Und nein, er ist kein Ex-Muslim und er musste auch mal ein Thema darüber machen. Nur weil er so aussieht, heißt es nicht, dass er Muslim ist. Und er hat Videos mit über 400.000 Aufrufen. Er hat auch keine Angst, über gewissen Themen zu reden und spricht sonst auch alles an, was gesagt werden muss. Es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort, Logos selber, ist Gott. Er geht immer sehr, sehr tief ins Thema und ist auch sehr kritisch gegenüber Papst und Irrlehre und so weiter und so fort. Also schaut es euch gerne mal an und unterstützt ihn. Und zum Schluss habe ich noch Pastor Gunnar Engel. Und seine Videos habe ich super gerne geschaut, denn er hat immer Bibelstunden gemacht und dort Vers für Vers, Wort für Wort durchgegangen ist und Sachen einfach sehr gut und ruhig erklärt hat. Und er schreibt an die Gemeinden. Und er grüßt sie mit Gnade und Frieden. Nicht irgendwie Gnade und irgendwie Frieden, sondern Gnade und Frieden von Gott, dem Vater. Er hat mittlerweile über 23.000 Abonnenten. Und ich fand seine Videos einfach immer sehr hilfreich, also gerade die Bibelstunden. Und ja, und wie sein Name schon sagt, er ist Pastor und er hält Predigen und Bibelstunden auf YouTube. Damals habe ich den Galaterbrief mit ihm durchgenommen. Also er hat Videos gemacht und ich bin da mit durchgegangen. Also wir haben uns nicht persönlich hingesetzt und Bibelstunde gemacht, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, das mal zu machen. Leider, auch er, so wie viele YouTuber eigentlich, die ich jetzt so aufgezeigt habe, haben schon seit Monaten keine Videos mehr hochgeladen. Also ich weiß nicht, was da gerade los ist, ob sie alle nicht mehr so motiviert sind und nochmal motiviert werden müssen, dafür sind wir zuständig, oder was sonst so der Fall ist. Aber wie gesagt, die haben hunderte Videos, man kann sie sich alle anschauen, ohne dass sie unbedingt aktuelle Videos hochladen. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Beispiele geben, was für YouTuber ihr euch anschauen könnt, falls ihr mehr Gottes Wort täglich hören wollt, statt so viel Quatsch, was es hier auf YouTube gibt. Klar, ich schaue mir auch gerne Sachen an, einfach nur, um mich entertainen zu lassen. Aber wenn ihr auf YouTube auch geistliche Nahrung zu euch nehmen wollt, dann schaut euch doch diese YouTuber an. Die können euch auf jeden Fall weiterhelfen in unterschiedlichen Themen und in eurem weiteren Glaubensweg. Und wie gesagt, mein Channel ist ja auch noch da. Ihr könnt gerne alle meine Videos schauen und auch nach diesem Video schaut euch einfach noch ein Video an. Das hilft YouTube zu verstehen, dass ihr meine Videos schaut und dass sie weiterempfohlen werden sollen. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey, ihr da. Alles klar. Und ich habe hier noch zwei Videos, die zeigen, was die Liebe Gottes wirklich ist.